herzlich willkommen zurück zu einem kleinen Server-Review des e5c.de Server-Netzwerks. Heute zusammen mit dem Administrator Nico schreibt Fehler. Hallo, auch von meiner Seite. Genau, und ja, wir stellen euch heute mal den e5c.de Server vor. Und ja, dann fangen wir mal an. Hier ist schön unsere Lobby. Wir können auch so fliegen, nur so als Info. Also ich sehe, das hier ist unsere Lobby, gebaut vom Shiny PvP, der auch gerade hier auf dem Server ist. Und eigentlich recht nice, aber es geht euch wahrscheinlich bei einer Server-Review nicht um Lobby und so, sondern was hat der Server alles? Und das zeigen wir euch jetzt. Als allererstes gehen wir zu Freebuild. Kommst du? Da knallt es erstmal runter. So. Momento. Immer wenn ich in Freebuild gehe, droppt mein FPS. Und weil, ja, hier sind wir jetzt in der Freebuild-Welt. Der Spawn hier wurde von mir gebaut, unter anderem. Und ja, hier kriegt ihr dann halt das Kit-Tools. Ja, was ist da drin? Einfach nur Steinsachen und da frisst er. Ich mach mal kurz die Sounds ein bisschen leiser, da das für mich etwas laut ist. Hier kommt man dann zum Warp-Essen, das machen wir auch mal kurz, Nico. Genau, hier können wir jetzt Holz reinwerfen, was ich jetzt natürlich leider gerade nicht habe, und dann kommt der Essen raus. Aber ist, glaube ich, zu verzeihen, wenn ich mal eben zwei Holz hole. Da werfe ich jetzt zwei rein und kriege zweimal Essen. Im Moment noch randomized, also da ist was random drin, da halt noch verschiedene Sachen drin sind. Das wird sich aber demnächst ändern und ja, kommen Sie jetzt erstmal auf den Server. Gut, hier vorne sind wir dann auch direkt beim Administratorenhaus. Und da gehen wir jetzt mal kurz rein, würde ich sagen. Alles klar. Genau. Ja, hier ist unsere kleine Eingangshalle. Hier kommt aber auch keiner rein. Und dann... Die Rechte dafür haben. Genau. Hier ist unser Ofensystem. Ist auch eigentlich recht nice. Das habe ich zum Beispiel gebaut. Dazu wird auch noch ein Tutorial auf diesem Kanal folgen. Und ich will auf jeden Fall angucken. Hier unten ist unsere Farm. Da halt Möhren und Karotten. Oder nur Karotten, nee, beides. Und hier Weizen. Hier drin ist Zuckerrohr. Und hier hat einer dann weggeschlagen. Okay. Hier ist unser Mülleimer. Hier ist der Output halt von unserem Ding da vorne. Von dem Essen. Und hier tun wir halt unser Essen rein. Aber jetzt würde ich sagen, was ist, zeigen wir nochmal eben unsere Wohnung. Als allererstes, würde ich sagen, deine, das ist die hier. Ja. So, erstmal hier schön Balkon. Und ja, eigentlich recht schön gebaut. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal eben noch zu mir hoch. Da ist nicht allzu viel. Halt größtenteils nur ein Datenhandy-Hybrid, ein Balkon. Ist das meins? Genau. Hier, das ist eigentlich meins. Ich habe halt noch nicht viel gebaut, da ich dazu leider kaum Zeit habe im Moment. Das ging mir am Anfang genauso. Ich habe genau die Aufträge gebaut, die direkt reinkamen. Gut, dann gehen wir mal wieder kurz zum Freebuild-Spawn. Von hier aus kriegt man dann wichtige Infos. Da klicke ich jetzt nämlich nicht drauf, denn da steht zum Beispiel auch die IP und die wollte ich jetzt nicht unbedingt mitten in der Folge zeigen. Das wäre ja ein bisschen destruktiv. Hier vorne, hat der Shiny unter anderem halt gebaut, auch ein recht schönes Haus. Aber das schönste Haus eigentlich, was ich noch zeigen wollte, bevor wir in die anderen Sachen gehen, ist hier hinten, das gehört Saftiger Safti, aka MLG Water. Ach stimmt, ich kann ja fliegen. Hat ja eigentlich relativ nice gebaut. Könnt ihr mal in der Videobeschreibung schreiben, in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Sieht meiner Meinung nach ganz geil aus. Und ja, dann gehen wir jetzt mal kurz zur Farm. Mit Slash Farm. Die ganzen Befehle werden auch nochmal aufgelistet. Hier ist dann halt eine Farmwelt, wo man schön farmen kann. Denn nur hier und auf dem eigenen Grundstück darf man farmen. Natürlich kann man zwar auch sonst woanders, aber sollte halt nicht. Das ist halt wegen dem ganzen, wo auch andere bauen sollen, nicht unbedingt so schön wäre. Protected werden die ganzen Grundstücke von mir immer am Wochenende, wenn ich Zeit habe.
Demnächst kann man die aber auch selber noch protecten, das kommt aber noch alles. Und ja, dann gehen wir mal eben zur PvP-Lobby. Die ist zum Beispiel hier vorne. Und die hier wurde gebaut von Shiny, von Nico Schreibfehler und vielen anderen. Da ist wirklich viel Arbeit drin reingeflossen. Zum Beispiel hier Headjump 2 ist das zum Beispiel. Das hat Shiny PvP gebaut. Hier, das hat auch Shiny gebaut. Unsere Sachen ist richtig nice geworden. Hier vorne ist 101. Was wir jetzt aber nicht zeigen, weil da kommt noch ein neues Plugin. Das hat noch einige Bugs. Genau. Hier vorne ist Master Builders. Das zeige ich euch auch gleich nochmal kurz. Und ja, dann machen wir mal eben einen Jump N1. Zum Beispiel mein Jump One namens Wet Jump. Das ist das hier. Und ja, ich. Ist richtig. Man merkt schon, ich bin unfähig. Ist auf jeden Fall relativ lang und an manchen Stellen sogar relativ schwer. Und man sieht, ein Jump One Plugin wird auch noch folgen, aber ich fliege mal eben hier dran. Hier die eine Wand und die Deiten werden noch gemacht, nur da hatte ich gerade noch keine Zeit für. Gut, ja. Wenn man dann hier oben ist, kann man sich dann wieder zu PvP porten. Und ja, dann gibt es noch Ore Jump, das also ist das da hinten. Auch gebaut von Shiny PvP. Alle Links sind auch unten in der Videobeschreibung, die irgendwie relevant sind. Und dann ist hier vorne zum Beispiel Master Builders. What the fuck, Frame-Einbrüche. Ja. Hier ist dann halt Master Builders drin. Jolo. Regnet es gerade oder warum ist das so dunkel? Warte. Egal. Hier ist im Moment noch der Spawn. Da kommen wir auch mal kurz rein. Den habe ich zum Beispiel gebaut, aber der wird auch noch leicht abgeändert. Zum Beispiel zu diesem hier. Aber da gucken wir noch. Ich habe schon wieder Frame-Einbrüche. Was läuft da? Naja. Gut. Und was haben wir noch? Demnächst werden noch so Minigames halt folgen. Vielleicht eine PvP-Arena. Ja, PvP-Arenen kommen gleich auch noch. Die können wir auch gleich noch zeigen. Genau, wir haben einen Shop, den habe ich völlig vergessen zu zeigen. Sind wir Frame-Einbrüche des Todes? Oder wie? Nee, ja, der Shop ist hier vorne. Nur leider ist es bei mir zumindest leicht buggy. Das liegt aber vielleicht dran, weil ich Mods drin habe. Hier sieht man eigentlich in der Mitte die Items, die man kauft und verkauft. Aber sehr wahrscheinlich werde ich euch einen Screenshot noch hier einblenden, wenn ich dran denke. Also hier kann man bei Sell verkaufen und bei Buy kaufen. Das Ganze wird noch ein bisschen erweitert. Und ja, wahrscheinlich wird der Nico jetzt hier einen Screenshot machen kurz, wenn er in F1 ist. Ist ja richtig nett von ihm. Habe ich gemacht. Gut, auf jeden Fall. Das war's dazu. Und was haben wir noch? Wir bieten zum Beispiel halt an, demnächst noch zumindest, dass man hier Battles spielen kann oder so Sachen. Vielleicht sogar noch Creative Freebills. Aber da gucke ich noch. Weil das wird wahrscheinlich dann mit PlotMe sein. Aber naja, ich muss erstmal gucken, wie wir es machen. Und. Sind mehr Frame-Einbrüche? Sehr wahrscheinlich bei den 200 Abonnenten wird auch im Gewinnspiel halt wie vorhin schon angesprochen, oder habe ich es noch gar nicht angesprochen? Keine Ahnung. Ich habe ja demnächst die 200 Abonnenten und ja, da werde ich zweimal Gomma HD Premium verlosen, sehr wahrscheinlich. Dann noch einmal Premium für diesen Server und noch irgendwas anderes. Da gucke ich aber noch, was es sein wird. So. Ich hoffe, ich gewinne Premium für diesen Server. Ja, du als Admin vor allen Dingen. So, des Weiteren hat mein Forum ja eröffnet, Link ist auch in der Videobeschreibung. Und hier wird demnächst noch ein kleines Minigame kommen, wozu auch ein Tutorial noch kommen wird, namens Impossible Arrow Game. Da muss man mit dem Bogen in so eine kleine Schanze reinschießen, was relativ schwer ist. Und wenn man das halt geschafft hat, kriegt man 50 Cent, also die Planung zumindest. Dann wird es hier noch eine kleine Mobfalle geben, wofür man für als Eintritt bezahlen muss. Dann wird es noch
Mal gucken, was haben wir noch? Ja, sonst war es das, glaube ich, im Moment. Aber folgen wird auch noch einiges. Ihr könnt ja dem itunc.de Server Twitter-Kanal-Account folgen. Der Link dazu ist auch in der Videobeschreibung, denn da werdet ihr immer up to date sein. Ja, das war's dann nun von diesem kleinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao! Ciao.